Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Eternal Sonata. Wir sind in der letzten Folge hier in diesem Dungeon gestartet, haben mit Polka das Ganze begonnen. Wir befinden uns im Spiegel, der eigentlich dem Prinzen Crescendo gehört. Und ja, starteten als Einmann-Trupp, haben zwischenzeitlich den Prinzen als weiteres Partymitglied mit dazu bekommen und am Ende der letzten Folge auch noch die gute Serenade, die uns jetzt hier begleitet, die wir uns jetzt erstmals auch zusammen anschauen werden, was sie denn so kann, was sie denn so macht und überhaupt. Die Frau, die könnte echt zum Sailor Moon Part entspringen, oder? Kokettes Kleid. Warte, gucken wir erstmal hier. Verzierter Stab mit Edelmetallen strahlt Würde aus. Ja, die ganze Frau strahlt irgendwie eine ganze Menge Würde aus. Ich finde auch ihr Kleid irgendwie total hinreißend. Kleid, das den Charme des Trägers unterstreicht. Nichts für Bescheidene oder Zurückhaltende. Aber bescheiden und zurückhaltend sind zwei Attribute, die ich ihr eigentlich zuordnen würde. Na, ob sie sich damit so wohlfühlt. Verbum Celebrus. Schießt feste Lichtbündel. Okay. Und Windenergie heilt alle Gruppenmitglieder. Okay. Ich glaube, damit haben wir eine neue Heilerin. Denn Alternativen hat sie nicht, genauso wie auch der Prinz aktuell keine hat, weil, ja, da haben wir halt nicht die Qual der Wahl. Ja, ich bin hier in der letzten Folge so ein bisschen in diesen Bereich reingestolpert und hatte gehofft, dass wir, bevor wir diese ganze Ecke hier betreten können, irgendwo noch einen Speicherpunkt oder sowas finden, aber da gab es irgendwie nichts, ja. Für das Spiel irgendwie total untypisch. Vielleicht liegt das an der PS3-Exklusivität. Vielleicht, weiß ich nicht, haben die sich gedacht, ja, uns haben so viele Eternal Sonata-Spieler irgendwie mitgeteilt, dass wir zu viele Speicherpunkte setzen, keine Ahnung. Deswegen packen wir diesmal keine hin, was weiß ich. Nein, ich wollte die Unterwelle noch bringen. Das war dumm. Ach, die können sich auch gegenseitig heilen. Ja, die trauen sich ja was. Okay, immerhin ist... Ah, ich wollte ja gerade sagen, na, immerhin ist mir zweimal das Blocken gelungen und da habe ich das dann beim dritten Mal verschissen. Ganz großes Kino hier schon wieder. So. Ja, denn ich hatte ja auch im Rahmen dieses Let's Plays relativ häufig auch schon angemerkt, ne, dass es mich doch sehr überrascht. Und Energie? Boah. Das ist mich doch sehr überrascht, dass wir hier in einigen Ecken wirklich teilweise 5 Speicherpunkte oder so hatten, obwohl das alles hier Dungeons sind, die auch gar nicht so mega riesig sind. Also ich will das jetzt ja auch nicht irgendwie untertreiben. Es gab hier schon relativ ausufernde Gebiete, aber nichts, wo man jetzt sagen würde, da hätten nicht auch 2 ausgereicht oder so, ne? Okay, ja, also dieser Ort, der hieß auch irgendwas mit Labyrinth und macht seinem Namen alle Ehre. Ich orientiere mich jetzt hier mal so ein bisschen an den... Nein, an den Gegnern. Okay, ich dachte, dadurch, dass ich die Tür jetzt aktiviert habe, habe ich mich jetzt hier vielleicht selbst eingesperrt. Ist aber nicht der Fall. Nein, guck doch bitte wo... Oh mein Gott, okay. Das ist die denkbar ungünstigste Situation, in die ich mich jetzt hätte bringen können. Das ist auch gar nicht mal so ungefährlich, weil die relativ viel drauf haben. Da steigt jetzt schon wieder so ein bisschen meine Panik vor. Vor einem möglichen virtuellen Tod. Ist ja irgendwie extrem ungünstig. Und das ist irgendwie immer noch relativ harmlos ausgedrückt. Okay. Also ich werde jetzt ab dem nächsten Kampf, wenn das nicht gerade wieder irgendwelche Überraschungskämpfe werden, mal ein paar Echos ansammeln, um dann eine Heilungsrunde auch zu initiieren, die auch für alle irgendwie Sinn ergibt. Ja, wobei, eigentlich sieht das gar nicht so dramatisch aus. Ich kriege ja mal schon Panik, wenn jemand irgendwie auch nur auf die Hälfte der verlorenen Energie auch nur im Ansatz zuläuft, ja. Das stört irgendwie schon so ein bisschen meinen Gemütlichkeitsfaktor. Also die anderen Orte fand ich irgendwie cooler. Der sieht zwar total schön aus, aber, ja, ich mag solche labyrinthigen Sachen nicht. Obwohl, guck mal, ich bin jetzt, scheint jetzt irgendwie am Rand zu sein. Weil da nach links geht's nicht weiter. Man kann ja auch immer in die Räume nebenan hingucken. Ich habe übrigens am Ende des letzten Parts, beziehungsweise am Anfang von diesem, also am Anfang von diesem Gebiet so rum, da sind es gerade 4. Ne, das sind nur 3 von den Viechern, oder?
So, warte, jetzt wollte ich hier genau. Sie ist nämlich immer als Zweite dran. Sie jetzt mit den Echos, auch wenn das jetzt nicht die Megamasse ist, trotzdem ein bisschen Heilung spendieren. Jetzt muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich glaube, ich habe nämlich am Ende des letzten Parts eine Truhe ausgelassen. Das habe ich dann irgendwie in der Nachbearbeitung so aus dem Augenwinkel gesehen. Und falls ihr euch jetzt fragt, was erzählt die Frau da? Die hat doch den letzten Part direkt im Anschluss an den hier angenommen. Nachbearbeitung, bla, blub. Ja, ich habe da die eine oder andere Stunde wieder ins Land streichen lassen, bevor ich jetzt hier die Aufnahme fortgesetzt habe. Das mache ich manchmal. Ich komme auch teilweise immer diese etwas fragwürdigen Spielzeiten bei so Spielen wie Kingdoms of Amalur zustande und so. So, okay, jetzt muss ich aber mal ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht zu sehr verstricke, weil das verlangt mir doch mehr Konzentration ab, als mir gerade lieb ist, aber das geht schon. Bin jetzt froh, dass wir eine richtig gute Heilerin auch haben. Ich finde, sie sieht auch aus wie die typische Heilerin. Wenn ich jetzt da wahrscheinlich wieder so ein bisschen auf Klischees rumreite, aber so die weißen Klamotten und ihre gütige und herzliche, ruhige, besonnene, weise Art, die sie mitbringt, da verlässt mich direkt schon meine Stimme. Oh mein Gott! Ja, heute ist übrigens Dienstag und ja, eigentlich wollte ich ja erst wieder aufnehmen, wenn ich wieder gesund bin, aber ich will mir die Option offen halten, am Wochenende wieder was zu machen. Also in der Hoffnung, dass ich bis dahin wieder gesund werde. Deswegen muss ich das jetzt hier irgendwie gucken, dass ich das unter der Woche unterbringe, damit ich dann wieder keine Ausfallzeiten habe. Aber es soll mir recht sein. Ich bin jetzt die Tage, wo ich jetzt hier krank bin, arbeite ich halt größtenteils von zu Hause. Bin heute nochmal unterwegs gewesen. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wow, geil. Also ich will ja nicht voreilig schon irgendwelche Resümees ziehen, aber Serenade könnte echt eine meiner Lieblingscharaktere hier werden. Ich finde die echt cool. Ich mochte die eigentlich schon seit der ersten Begegnung, so. Okay, die Gegner sind mir alle gerade ein bisschen zu krass auf Poker fixiert. Oh, das ist gerade gar nicht gut. Jetzt werde ich hier mal ein paar Echos aufbauen. Er steht dafür nämlich gerade sehr praktisch da. Und sie kann jetzt gleich mit... Nein, nicht dieses Werbung, nein! Oh, ich wollte jetzt hier diese Windenergie zum Besten geben. Ich werde es jetzt drauf ankommen lassen, dass das jetzt alle überleben. Mist. Okay, aber Poker lebt noch. Oh mein Gott. Okay, ich will, dass du einknickst, aber nicht stirbst. Kriegen wir das irgendwie hin? Sieht eher nicht danach aus. Ich muss ins Dunkel gehen, damit sie Windenergie macht. Okay, das war dann wohl mein Fehler. Ich dachte nämlich, dass sie im Licht stehen muss, um heilen zu können. Ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes erzählen, aber die Kämpfe, die legen hier jetzt doch irgendwie ein bisschen zu. Am Anfang des letzten Parts habe ich noch voll positiv darüber geäußert, dass die Kämpfe hier so einfach sind. Mir war irgendwie fast klar, dass sobald wir wieder eine größere Gruppe haben, dass die Kämpfe dann auch ein bisschen schwerer sind. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Deswegen steuere ich diese Ecke mal direkt an. Auch wenn ich gerade das blöde Gefühl habe, als ob ich mir jetzt hier einen kleinen Umweg aufbürden würde, aber das ist okay. Weil die Gegner, die respawnen ja hier nicht, deswegen passt das schon so. So, bewegst du dich vielleicht irgendwie mal so vom Fleck weg? Ist ja irgendwie total toll. So, ich habe jetzt aber ein bisschen Panik. So, warte mal, ich muss jetzt irgendwie heilen, sonst kann ich hier schon wieder für nichts garantieren. Alter Schwede, wir haben nicht ernsthaft 77 von den Plätzchen, oder? Ich glaube, dann brauche ich ja wirklich nur nicht knauserig sein. Also das ist wirklich mehr als genug. Nein. Kein Überraschungsangriff bitte, wenn es geht. Sehr schön. Das sah gut aus. Und jawohl. Okay, das passt doch gerade mehr als optimal. Ja, was ich sagen wollte, weil ich jetzt irgendwie trotz Krankheit, Erkältung, wie auch immer, aufnehme, kann ich ganz einfach erklären. Ich bin sowieso die ganze Zeit am Zocken. Und immer wenn gerade irgendwelche Videos encodieren oder rendern oder ich gerade nicht am Aufnehmen bin, dann zocke ich sowieso. Also es ist sowieso die geilste Beschäftigung, weil man gerade irgendwie nicht so ganz gesund ist und so ein bisschen zu Bettruhe verdonnert ist und so.
Und ich habe vor ein paar Tagen, vielleicht habt ihr das ja gelesen, wenn ihr mir auf Twitter folgt, da hatte ich ja auch geschrieben, dass ich vor kurzem, da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, da habe ich Dragon Age Origins mit allen DLCs abgeschlossen. Ich habe das ja vor Ewigkeiten mal durchgespielt, also das Hauptspiel. Und ich bin ja in einigen Spielen immer so sehr erpicht darauf, alle Achievements zu holen. Ne? Ich habe damals auf der Xbox ja auch alle für Eternal Sonata geholt. Und ich habe dann nach, ich glaube, das war die Truhe, wo ich die Befürchtung hatte, dass ich die beim letzten Mal ausgelassen haben könnte. So, warte mal, ich mach gleich weiter. Ich wollte nämlich, ich will einmal meinen Gedanken zu Ende aussprechen können und das Spiel hält mich hier gerade so auf Trab. Ach, schon der zweite. Zerbrich ihn und trinke das Wasser der Zauberquelle. Das war das, was mir in der letzten Folge schon so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Temporäre Erholung zu Rundenbeginn. Ja, okay. Das heißt, die Erholung, wenn sie nur temporär ist, die ist dann nach dem Kampf irgendwie wieder vorüber, oder was? Ich glaube, genau hier haben wir nämlich angefangen. Kann das sein? Ich habe hier eh keinen Überblick mehr. Aber ich glaube, ich verstehe jetzt so ein bisschen den Aufbau. Ich glaube, ich muss jetzt nämlich... Okay. Dahin, wo wir uns zuletzt entscheiden mussten, wo ich mich für den Truhenweg entschieden habe. Ich laufe jetzt nochmal kurz hier entlang. Also dadurch, dass die Gegner nicht respawnen, geht das ja eigentlich. Hier war ich schon mal... Erinnert euch dieser Aufbau auch so ein bisschen an Takeshis Castle? Da gab es mal eine so eine Aufgabe. Ich habe das damals richtig gerne geguckt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch läuft. Was auch so labyrinthisch aufgebaut war, wo die sich immer durch die ganzen Türen durchgeprügelt haben und den richtigen Weg finden mussten. Und wenn sie durch die falsche Tür irgendwie bashten, dann... dann waren sie irgendwie tot und sind voll in der Plörre gelandet und so. Ja, aber lass mich nochmal... Hier muss ich die Entscheidung treffen. Wenn ich jetzt nach oben gehe, dann müsste das hier neu sein. Ja, da ist auch wieder ein Gegner. Sehr schön. Ich glaube, hier sind wir auch auf der richtigen Route jetzt. Nein! Abhauen! Mayday! Ja, und nochmal zurück zu Dragon Age. Da habe ich dann mit ein paar Jahren Verzögerung quasi, auch weil ich das ewig auf meiner Festplatte draufgelassen habe, weil ich von Anfang an wusste, irgendwann willst du die DLCs noch spielen. Und dann habe ich das halt draufgelassen und mich dann vor ein paar Wochen oder Monaten oder so dazu entschlossen, das mal in Angriff zu nehmen. Und da gibt es einen so einen richtig harten Boss in einem DLC. Vom Internet auch irgendwie stand, habe ich heute erst gelesen, dass das irgendwie der wahrscheinlich schwerste Gegner aus der ganzen... Ach du Scheiße, aus der ganzen Dragon Age-Reihe sein soll. Scheiße, wir stehen gerade extrem ungünstig. Oh, fuck. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, einen guten Grund, um irgendwie Panik zu schieben, oder? Wie seht ihr das? Nein, ich stehe falsch. Ich muss unbedingt heilen. Nein! Oh, Mist! Hier aber immerhin stehen jetzt meine Leute ein bisschen verteilt. Sag mal, Poker, möchtest du den nicht irgendwie finishen? Jawohl, okay. Nein! Nein! Was mache ich? Ich dachte, da steht noch so ein Hanswurst vor mir. Und ja, ich habe heute auf jeden Fall richtig lange an diesem Vieh gesessen. Und Poker ist tot, okay. Das ist gerade alles andere als cool, Leute. Aber ich glaube, das brauche ich euch nicht zu erzählen. So, danach ist Crescendo dran. Der darf das Vieh auch gerne umnieten. Also, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, noch einen weiteren Charakter hier tot rumliegen zu sehen. Jawohl. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre ein Überraschungsangriff gewesen. Ey, da wäre ich doch sowas von tot gewesen. Okay. Gut, dass wir so viele Sternplätzchen haben. Da habe ich nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen großzügiger verteile. Ja, so viel zu dem Thema. Jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr über Dragon Age zu sprechen, weil das hier erfordert doch mehr Aufmerksamkeit, als ich das anfangs noch vermutet hatte. So, da oben sieht das ein bisschen nach Ausgang aus, oder? Oder bilde ich mir das ein? Deswegen gehe ich mal erstmal hier links entlang. Jawohl, hier ist auch eine Truhe. Habe ich gerade gar nicht erkannt. Ich habe schon fast so ein bisschen damit gerechnet, dass das hier... insofern symmetrisch aufgebaut ist, als dass wir oben dann den Ausgang finden, weil wir unten ja in dieses würfelartige kristalline Konstrukt eingetaucht sind. So, oh mein Gott. Also hier kann ich echt keine Garantie dafür übernehmen, dass ich alle Truhen gefunden habe.
Oh, jawohl, immerhin lag ich in meiner Vermutung richtig. Ey, das sieht so schön aus. Ich wollte jetzt hier halt im Vorfeld, also vor diesem Part, keinen Guide oder so konsultieren, weil das wäre irgendwie zu doof gewesen, oder? Ich meine, wenn ich hier schon ein Gebiet habe, was ich blind spiele, dann soll das auch wirklich komplett blind sein. Halbmond, Abend 3. Ich habe Angst. Ich habe irgendwie. Oh. Ah, Poker! Ich habe nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass in dem letzten Raum, der so aussieht, dass da vielleicht irgendwann ein Bosskampf kommen könnte. Wenn wir vorher da nicht speichern können, dann sterbe ich wahrscheinlich an einem Herzkasper. Hier live während der Aufnahme. Beat, oh, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ja, ich auch. Oh ja, der starke Wind hat mich weggeblasen und plötzlich war ich hier. Und in diesem Raum gab es keine Türen, also bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich bin so froh, dass ihr alle hier seid. Oh, armer kleiner Mann. Hey, wartet, wo sind Salsa und Frederik? Die haben wir noch nicht gefunden. Wahrscheinlich sind sie weggetragen worden, so wie du, Beat. Ja. Okay, dann müssen wir sie wiederfinden. Ich bin sicher, Salsa hat so große Angst, dass sie wie ein kleines Baby heult. Aber wie kommen wir nur aus dem Raum? Da hängt diesmal auch gar kein Bild, ne? Das ist irgendwie nur so ein zerbrochener Spiegel oder kommen wir von daher? Seht euch das alle an. Aus der Entfernung habe ich ja ein Bild gesehen. Ah ja, okay, dann war das die Kamera nur verdreht. Ist der Lauf des anstehenden Krieges ebenso unaufhaltbar wie die Strömung des großen Medley? Kann man nichts dagegen tun? Ah, ich wusste, dass der sich jetzt zu Wort meldet. Ist dir das Leben wirklich wichtig? Bist du wirklich so selbstgefällig? So eine Forderung zu stellen ohne den geringsten Gedanken der Scham. Es ist nicht weniger als ein Gesuch des Königs einer stolzen Nation der Tradition. Gut, ich habe eine Idee. Wenn es dir nicht gelingt, zu verhindern, dass dein Herz im Winde der Feigheit ins Flattern gerät, dann übergib Lament an mich. Bring mir den einzigartig großartigen königlichen Schatz, das ultimative Symbol der Schönheit. Wenn du dies tust, werde ich meine Waffen niederlegen. Das ist aber Erpressung. Das ist voll die indirekte Kriegsandrohung. Was ist denn, wenn er möchte, aber es nicht schafft? Aber gut, vielleicht befindet sich der Schatz auch in seinem Besitz, ne? Ah, sie hat sich geöffnet. Ja. Okay. Also wenn das jetzt Teil der Hauptstory wäre und ich das Spiel nicht kennen würde, würde ich mir fast ein bisschen Sorgen um die anderen jetzt machen, aber die werden wir hier bestimmt auch noch finden. Also die, wenn sie sterben, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich will jetzt hier natürlich nichts vorwegnehmen, aber. Oh, was? Wir stehen auf dem Kopf. Das ging gerade selber weg, das Fenster, das habe ich nicht gemacht. Was? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ah! Das war gerade Beat. Ich habe das A ein bisschen wie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Darf ich während der Aufnahme eigentlich einen Handstand machen? Oh mein Gott. Ich kann euch nicht mal im Ansatz erklären, wie bekloppt die Steuerung gerade ist. Vielleicht kann man es erahnen. Also, wenn hier jetzt Gegner kommen. Ach du Scheiße. Natürlich kommen Gegner. Wie sollte es auch anders sein? Warum lässt mich das Spiel in dem ganzen Ort hier nicht einmal speichern? Das ist das Einzige, was mich gerade aufregt, weil ich echt total die Panik kriege, wenn mir die Möglichkeit nicht gegeben wird. Was ist das denn? Kann man da irgendwie rauf? Also wenn ich laufe wie eine besenkte Sau, dann wisst ihr, woran das liegt, ne? Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hier langlaufen kann, soll, will, muss. Oh Mann, also das hier schreit förmlich danach, schief zu gehen. Also hier werde ich auch gar nicht irgendwie auf Überraschungsangriffe setzen. Hier sind auf jeden Fall neue Gegner. Ich glaube, ich kann hier schon ganz froh sein, wenn ich mal keinen Überraschungsangriff des Gegners einfange. Oh, Backe. Und dann auch noch neue Gegner. Und lass mich raten, die werden voll stark sein. Ja, bisschen was vertragen scheint, tun die auf jeden Fall. Wobei ich jetzt natürlich auch nicht so den Mega-Damage ausgeteilt habe. So, gucken wir mal, ob Pokers Unterwelle jetzt hier irgendwie den Sack zumachen kann. Ach, relativ weniger Echos nur gewesen. Nein, zu früh gedrückt. Ach, Mist. Ah. Ich glaube, das zweite Mal hat es aber geklappt mit den Blocken, oder?
Okay, also ich meine, jetzt ist das einer. Aber wir kennen ja das Spiel inzwischen relativ gut, ne? Normalerweise präsentieren die uns am Anfang immer erstmal die neuen Gegner einmalig, maximal mit zweien. Und dann, je weiter man vordringt, dann werden das auch immer mehr. Ich befürchte fast, dass sich das hier ähnlich verhalten könnte. Oh, ich glaube, ich würde den Ort hier echt cool finden, wenn man nicht kopfüber laufen würde. Sehr interessante Idee auf jeden Fall, aber ist trotzdem nicht so mein Fall. Ich hoffe, das war jetzt kein Überraschungsangriff vom Gegner. Mist. Den stärksten Angriff habe ich natürlich wieder nicht abwenden können. Du, der sah aber gerade in der freien Wildbahn aus wie das Ballonvieh. Kann es sein, dass der im Dunkeln zu diesem Skorpionvieh hier wird? Ich hätte es eigentlich heilen können. Ich würde ganz gerne mit der Unterwelle den Sack hier zumachen. Und erst Heilung in Angriff nehmen, wenn wir das nächste Mal wieder Schaden fressen. Also jedes Level-Up könnte uns jetzt hier echt wieder den Allerwertesten retten. Oh Mann, ey. Ich habe hier echt überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt genauer hingucken soll. Also ich hoffe, dass die jetzt hier nicht irgendwelche Truhen voll gemein versteckt haben oder irgendwelche Sprungpassagen, die man nicht auf Anhieb erkennt. Oh mein Gott, wir sind wieder normal. Rand des Spiegels, alles klar. Oh, jetzt geht's mir wieder gut. Ich habe die Perspektive noch nie so sehr geschätzt wie jetzt zu dem Zeitpunkt. Okay, das sind drei. Das sind drei. Kaum laufen wir wieder richtig rum. Legt der Schwierigkeitsgrad hier auch wieder ein bisschen zu. Das war irgendwie fast zu erwarten. So, warte mal. Lass uns mal erstmal den hier irgendwie fertig machen. So, ich schließe das mal mit Windenergie ab. Ich meine, das Gute an dieser ganzen Umgebung hier ist, dass wir uns permanent in Dunkelheit befinden. Das heißt, Hawker kann jetzt hier maximal ihre ganze Angriffskraft irgendwie ausleben und... Oh, ich glaube, das habe ich gerade versemmelt, oder? Ich habe gerade irgendwie nicht so drauf achten können. Und für die Heilungsfee Serenade, meine neue Lieblingsheilungsfee, ist das natürlich auch mehr als optimal. Wo ist denn jetzt noch ein Gegner? Hä? Ach, da hinten. Ups. Na, egal. Was wird sie mit der Unterwelle hinkriegen? Sie stand ja nah genug an dem Gegner dran. Okay, also wenn das so bleibt, dann ist mir das echt recht. Echt recht voll gereimt. Finde ich auf jeden Fall angenehmer, auch in dieser komischen Skorpion-Ausführung, als diese komischen Vögel, die mir da zuletzt Schwierigkeiten bereitet haben. Oh mein Gott, ein Speicherpunkt, dass ich das noch erleben darf. Ach ja, wie schön. Lang ist's her. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe jetzt bestimmt, wenn wir den letzten Part noch mit einbeziehen, also das heißt bestimmt, ich bin mir zu 100% sicher, über eine Stunde aufgenommen, weil ich habe in der letzten Folge 46 Minuten aufgenommen. Das war der Part an sich, wird wahrscheinlich kürzer ausgefallen sein wegen den rausgeschnittenen Kämpfen und so. Und hier bin ich gerade bei 23 Minuten, also ja, müsste zusammen addiert mehr als deutlich eine Stunde überschreiten. Die Frage ist jetzt natürlich... Bosskampf, ja oder nein? Ach, Beat haben wir ja auch jetzt in der Truppe mit drin. Soll ich Beat mit reinnehmen? Ich finde Beat ja irgendwie ein bisschen komfortabler wegen seiner Fernkämpferei. Auch wenn ich Polka irgendwie als Charakter lieber mag, aber trotzdem, ich muss jetzt hier so ein bisschen auch auf meine Bequemlichkeit gucken. Haben wir für ihn vielleicht noch irgendwas Neues? Dunkle Brosche. Ja, ihr seht, ich habe jetzt, das ist auch so ein Überbleibsel aus dem Piratenschiff, ne? Der hat noch seine beiden Fernangriffe. Und das werde ich auch erstmal beibehalten. Hoffentlich war das kein Fehler, aber mit Serenade haben wir jetzt eine andere Heilerin und ja, wir gucken mal, wie das jetzt funktioniert. Und wo wir jetzt vor allen Dingen landen. Dreiviertel Mond. Ich habe keine Ahnung, wie viele Abschnitte es hier gibt, aber da sind Salsa und Frederik, sehr schön. Hoffentlich geht's denen gut. Schnief, schnüff. Ich fühle mich so schwach. muss mal kurz einen Schluck trinken, sorry. Ey, die ganzen Piepsstimmen, die gehen mir schon ganz schön auf die Stimmbänder nach wie vor. Natürlich tust du das. Wem ginge das nicht so, wenn er auch so oft wie du, ich bin so hungrig, gerufen hat?
es könnte von mir sein. Obwohl ich benörge gar nicht ständig darüber rum, dass ich Hunger habe. Ich habe ihn einfach, ohne dass ich es ständig ausspreche. Warum bereitest du mir kein Steak zu? Mit deinen Zauberkünsten solltest du eben nur eins aus dem Hut zaubern können. Ja, genau. Und den Weltfrieden, den kann Frederik mit Sicherheit auch aus dem Hut zaubern. Genau so ist das. Vor allen Dingen hat sie doch auch eine Kopfbedeckung. Entschuldigung, aber der Zauberei kann man sich nicht aus Bequemlichkeit bedienen. Wenn das möglich wäre, sollten wir uns zuerst all den hungernden Kindern in den Städten widmen. Oh, das ist so klischee-mäßig, obwohl er natürlich recht hat mit seiner Aussage. Außerdem löst man nichts dadurch, dass man sich aufregt. Wir müssen ruhig bleiben und entscheiden, was wir tun wollen. Sei sound ruhig, erkennen Sie den Widerspruch, Herr Chopin. Das mache ich jetzt nicht lauter nach. Ich werde verhungern. Ich glaube ja nicht, aber armer Frederik. Frederik, Salsa. Die haben doch gar nicht mitbekommen, dass wir jetzt hier auch sind, ne? Ihr habt uns gefunden. Wir sind gerettet. Oh, ich muss sie ab jetzt nochmal vorlesen, Leute. Sorry, aber mir kratzt das echt in der Kehle, wenn ich ihre Stimme versuche aufzusetzen. Puh. Ja, und zwar in mehr als einer Hinsicht gerettet, würde ich sagen. Das versteht sie bestimmt nicht mal als Seitenhieb. Hä? Ach, ist nicht so wichtig. Ich glaube, Salsa hat sich begriffen. Ich glaube, sie ist viel zu sehr mit ihrem Hunger gerade beschäftigt. Ich interessiere mich sehr für die in dem Bild dargestellten Personen. Nicht nur du, Frederik, nicht nur du. Sie scheinen wegen einer schwierigen Entscheidung mit sich zu ringen. Aha. Hast du denn auch schon irgendwelche Gespräche belauscht oder machst du das nur an dem fest, was du siehst? Oh, das ist eine neue Figur, Minister. Ihm unseren königlichen Schatz geben? Wie kann er nur so mit dem Herrscher einer Nation sprechen und derart unverschämte Forderungen stellen? König, höre mich an. Oh, du weiser König, das ist ein unerhörlicher Affront gegenüber unserer stolzen Nation. Dem Spiegel nachzugeben würde den guten Namen der tapferen Ritter von Barock beflecken. Baroque. Jetzt ist nicht die Zeit, sich durch das Geschwätz von Narren vom rechten Weg abbringen zu lassen. Lass dich vielmehr von dem Licht deines ritterlichen Geistes führen. Sie warten auf deine Befehle, mein Lehensherr. Entschuldigung. Auf deinen Befehl werden die Jungen wie Alten, Männer wie Frauen und sogar die Biester sich stolz erheben und gegen unsere Gegner in den Kampf ziehen. Okay. Ah, er spricht mit ihm, okay. Die Nation rückt dem Krieg somit immer näher. Stolz, der Name, dem wir den wertvollen Schatz geben, den unsere Vorfahren mit so viel Sorgfalt kultiviert haben. Ein Schatz, der wahrscheinlich im Herzen jedes Mannes lebt. Okay. Oder entscheiden wir uns für den Schatz des Lebens, der in der Brust jedes Mannes brennt? Ein Schatz wie kein anderer. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würden wir uns noch eine Weile hier in diesem Spiegel aufhalten. Ich finde den Dungeon aber bisher echt cool. Also auch weil jeder Abschnitt komplett anders aussieht. Ich hatte echt am Anfang, als wir hier gelandet sind, als ich euch noch verabschiedet hatte und gesagt habe, oh, ich bin so aufgeregt, neuer Dungeon kenne ich selbst noch nicht und so. Da dachte ich echt, dass das eher so ein kurzer Besuch wäre. Manuet, bitte warte, das geht gerade zu schnell. Den ersten, das hat ja Crescendo gesprochen, die Oberfläche des Spiegels, okay. Den habe ich irgendwie viel zu hoch gesprochen. Aber egal, wenn die Fenster immer automatisch so wegpoppen, was kann ich denn da schon tun? Bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt wieder gerade herumlaufen und nicht wieder so verdreht wie da vorhin in dem Abschnitt. Gott sei Dank ist der wenigstens nicht allzu lang gewesen. Oh nee, jetzt haben wir die Vogelfiecher hier. Aber wir haben jetzt auch Beat in der Truppe wieder mit drin. Vielleicht wird mir das die Sache ein bisschen vereinfachen. Vor allen Dingen bei Überraschungsangriffen müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich glaube, wenn ich mit dem Prinzen unterwegs bin, ist das echt besser, im Schatten auf die Gegner zuzustürmen. So das Gefühl, dass er damit irgendwie ein bisschen mehr Schaden auch austeilt. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. So, genau. Sie kann jetzt damit um die Ecke kommen. Und Beat hat jetzt quasi sein Debüt. Gucken wir mal. Oh, das erinnert sich gerade alles so an das Piratenschiff. Aber der ist halt so cool, weil er mit seinen normalen Angriffen auch so geil die Echos nach oben treibt.
Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass er den nicht irgendwie hinbekommen hat, aber viel hat nicht gefehlt, wie wir gerade gesehen haben. Windenergie will ich jetzt eigentlich nicht zum Einsatz bringen. So, muss ich ein bisschen Daumen drücken, dass er das jetzt nicht ablockt. Das könnte nämlich das Ende des Vögelchens sein. 24 Echos hatten wir schon lange nicht mehr. Jawohl, super. Das hat sehr gut funktioniert. Ich muss sagen, obwohl Polka irgendwie eine ganz coole Allrounderin ist, kämpfe ich mit ihr irgendwie nicht so gern. Fuck. Ist das ein Überraschungsangriff? Ja. Ah, scheiße. Oh, sorry, dass ich jetzt wieder so rumfluchen muss, aber das nervt mich gerade total. Das war einfach so unfassbar unnötig. Ja, und jetzt gehen alle auf Beat. Ist okay. Was machst du? Ach, du holst jetzt wieder deine ollen Furz-Überraschungsattacken raus. Mir egal, ich hätte jetzt diese Gegner hier erstmal mit dem galaktischen Nebel hoffentlich auf den Weg räumen. Und? Jawohl, sehr schön. Wenigstens sind die Gegner weitaus harmloser als die anderen. So, einmal Windenergie und dann müsste das auch wieder ganz gut aussehen für uns. Jawohl. Sehr schön. Beat ist einfach so unfassbar bequem als Charakter. Mit dem brauche ich keinen Schritt zu laufen. Vielleicht allerhöchstens mal ein bisschen die Position nachjustieren, wenn ich irgendwie frontal zu einem Gegner stehe und der irgendwie zu viel blockt. Das schon, aber ansonsten, ja, ist das eigentlich relativ überschaubar. Ich denke mal, ich kann dann so langsam auch wieder anfangen, die Kämpfe hier rauszuschnibbeln. Vor allen Dingen bei Überraschungsangriffen. Hier hat der Gegner jetzt keinmal Schaden ausgeteilt bei uns. Alles schick, voll unspektakulär und so. Rochin? Rochin? Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Kenne ich nicht das Wort, habe ich noch nie gelesen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das eher der französischen Sprache entstammt. Kurzer Speer von einem Inselvolk im Osten. Sehr anpassungsfähig, für maximalen Effekt mit Schild verwenden. Ja, sehr geil. Ein Schild hat er ja sogar. Cool. Neue Waffe für ihn, das ist gut. Ich hatte ihn am Anfang, als wir ihn bekommen haben, irgendwie so ein bisschen in der Rolle von Jazz gesehen, aber er ist leider nicht mal annähernd so stark. Zumindest noch nicht. Also vielleicht kommt das ja noch, wenn er ein paar Level-Ups noch bekommt, bessere Waffen findet und so. Weil er ist auch relativ langsam, was seine Angriffsgeschwindigkeit angeht. Deswegen hat er mich auf den ersten Blick so ein bisschen an Beat erinnert. Dings hier, an Jazz. Und auch das wieder ein Kampf. Total sauber. Perfekt, wie es heißen würde, wenn wir einen Street Fighter einen Kampf absolvieren, ohne Schaden zu fressen. Oder hieß das da mal perfekt? Ich habe irgendwie keine Ahnung, aber irgendwie kann man da halt auch perfekte Runden machen. Daran hat mich das gerade so ein bisschen erinnert. Und der Kampf gerade eben war nochmal schwarz auf weiß der Beweis dafür, dass diese Skorpionviecher wirklich die Schattenvariante der Eierballons sind. Ja, hier habe ich ein bisschen scheiße gehaushaltet mit meinen Echos. Da hat die Serenade gerade wieder ein bisschen federn lassen müssen. Ich finde diese Mars-Zweig, ich finde, warum kein Snickers-Zweig? ja, ich finde die, was soll ich denn gerade sagen? Ja, ich finde die Truhen hier immer noch voll schwer zu erkennen, so Mars-Zweig mit einem Kristall geschmückt, dem Auge des Kriegsgottes, stärkt den Träger, ja, will ich doch mal hoffen. Ausbruch, guck mal, Angriff plus 55, Ausbruch, was auch immer das heißen mag, ich hoffe mal, das ist kein negativer Effekt, das kann doch sonst keiner tragen, oder? Ich glaube, ja, jeder hat seinen eigenen Waffentypus, war das nicht so? Gab es überhaupt schon irgendeine Waffe, die zwei Charaktere tragen können? Ich glaube ja irgendwie nicht, oder? Keine Ahnung. Komm, nein! Perfekt. Das war zwar kein Überraschungsangriff, aber trotzdem kein Schaden gefressen. Jeder Charakter hat quasi einen Gegner aus dem Weg geräumt. Sehr schön. Ich habe jetzt, wisst ihr, was ich gerade so ein bisschen bereue, seit ich in dem Gebiet bin? Habe ich ehrlich gesagt nicht so genau auf Truhen geachtet. Wie komme ich denn da nach unten rechts? Da führt auf jeden Fall irgendeine Rampe runter. Die müssten wir dann jetzt bitte auch gleich erreichen. Sonst kann ich heute Nacht wieder nicht ruhig schlafen. So, warte mal, für wen ist denn das jetzt hier? Heiligengewand für sie. Bekleidung, die von einem legendären Heiligen gewebt worden sein soll.
Auch hier ist mir voll egal, wer das Ding gewebt hat. Es ist auf jeden Fall 9 Punkte besser in Sachen Abwehr. Deswegen wird das selbstverständlich angelegt. So, und danach rechts kommen wir bald. Wow, das ist aber ein ganz schön großes Gebiet hier. Ich glaube, hier werden wir uns noch ein Weilchen aufhalten. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich jetzt hier schon wieder so einen harten Cut fernab irgendeines Speicherpunktes setzen werde. Hau ab! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Hallo? Lässt der auch mal ab von mir? Boah, was die Gegner hier für eine Range haben, ey! Ja, toll. Entschuldigung. Das war ein erst reiner Überraschungsangriff vom Gegner. Die Moral von der Geschichte dürfte dann lauten, dass ich jetzt wahrscheinlich, sobald mir Gegner irgendwie auf den Fersen ist... Ist da hinten jetzt der richtige Weg oder links? Dass ich jetzt notfalls in die direkte Konfrontation gehe und nicht mehr versuche, irgendwie von denen abzuhauen, wenn mir das nicht gelingen sollte. Also mit einem Überraschungsangriff meine ich jetzt. So, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Hab das jetzt irgendwie vergessen? Ach ja, ich weiß wieder. Dieser Lichtangriff von der Serenade, der ist richtig geil. Also der teilt mehr Schaden aus, so zumindest meine Wahrnehmung, weil sie macht das ja so Masurka-mäßig, so voll chick, 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 so schnell hintereinander weg. Das ist hochgerechnet, glaube ich, besser als beide Attacken vom Prinzen, die er aktuell so hat. Und was habe ich da gerade durch Zufall feststellen müssen? Dieser Angriff, den ich gerade so in den Himmel gelobt habe, das ist sogar ein Fernangriff. Der schießt. Die hat nämlich gerade irgendwie mit ihren normalen Knüppelschlägen irgendwie einen Gegner getötet. Und ich hab dann auf die Taste raufgehalten und da fängt sie auf einmal an zu ballern. Ich glaube, die ist mein neuer Lieblingscharakter. Jawohl. Ich kenne sie zwar noch nicht so gut und weiß zwar nicht, wie sie so tickt, aber ich finde sie irgendwie cool. Jawohl. Also inzwischen brauche ich nicht mal mehr Überraschungsangriffe. Das Einzige, was sich noch ungünstig auf so einen Kampf auswirken kann, ist, wenn wir zu weit vom Gegner wegstehen. Aber ansonsten habt ihr in 95% der Fälle wirklich gar nichts verpasst, weil ich eben keinen Schaden mehr fresse. Also das scheint mit der Truppe aktuell ganz gut zu funktionieren. Ich habe übrigens immer noch im Hinterkopf, dass ich noch einen anderen Weg habe. Ich finde, der sieht mir irgendwie zu richtig aus. Ich gehe jetzt mal eben schnell an die Stelle nochmal zurück, wo es die andere Abzweigung noch gab. So, nämlich genau hier. Ich finde auch die ganzen Gegnermassen, auch die man da vorhin unten auf der rechten Seite gesehen hat, die sprechen auch so ein bisschen dafür, dass... Oder die erwecken zumindest den Eindruck, als ob die irgendwie ein gutes optionales Item vielleicht bewachen würden. Ja, auch hier wieder kein Schaden gefressen. Also so langsam habe ich hier echt den Dreh raus. Ich würde auch ab und zu mal wieder einen Kampf drin lassen, aber das geht hier echt so easy peasy gerade alles von der Hand. Das lohnt sich echt nicht. Ich glaube, das war gerade ein Kampf in Rekordzeit. Da standen direkt zwei Ballons nebeneinander oder zwei Eiermänner, wie auch immer. Und den hat der Prinz gerade im Alleingang in einer Runde einfach mal fertig gemacht. Und mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass Serenade auch deutlich schneller läuft als der Prinz. Also ich gucke mir ja die Statuswerte irgendwie mal nicht so genau an, aber ja, das macht sie irgendwie nur noch cooler. Ist ja nicht so, dass ich jetzt schon total der Groupie von ihr wäre oder so. Dich kriegen wir auch. Ja, hier hat Beat jetzt ein bisschen was an Energie verloren, aber nichts Nennenswertes. Ich habe einfach nur den letzten Gegner wieder nicht gefunden, weil er irgendwie voll am Rand positioniert war. Ich hoffe nur, dass wir gleich in der Sackgasse landen. Und eine weitere perfekte Runde. Ey, dieser Ort, der ist echt so geil zum Leveln. Also hier will ich auf gar keinen Fall irgendwelche Gegner auslassen. Oh, die ist aber ein bisschen stürmisch. Hallo, hast du irgendwie zu viel Kaffee getrunken oder was? Was geht denn mit der ab? Guck mal, es sieht aus, als ob die eine unsichtbare Wand vor ihrer Nase hätte. Hat die überhaupt eine Nase? Ich gehe mal auf die zu. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Kampf gerade auf sich hat, aber der Gegner hat jetzt hier einen Überraschungsangriff, was ich irgendwie nicht verstehe. Nicht, dass das jetzt irgendwie so ein spezieller Kampf ist, deswegen lasse ich euch jetzt mal sicherheitshalber dann doch mal drin. Das wäre nämlich irgendwie ein bisschen komisch. Der war mir von Anfang an irgendwie nicht so ganz geheuer. Dann könnt ihr jetzt mal gucken, wie ich die letzten Kämpfe auch allesamt bestritten habe. Beat könnte jetzt zwar ein bisschen Heilung gebrauchen, aber da ich in einer Runde, glaube ich, alle Gegner gefinisht kriege, ist gerade irgendwie kein Platz für Heilung. Zumal wir hier den Großteil des ganzen... Oh!
Kampfgebietes im Lichtbereich platziert haben. Egal, ich bin gerade... Also ich könnte jetzt natürlich auch wieder den Tod des Gegners hinauszögern und dann noch eine so eine Heil-Session einbauen, aber mit dem Hintergrund wissen, dass wir relativ viele Heil-Items haben, wäre das, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Also was mich echt interessiert, wenn wir mit diesem Dungeon hier durch sind, ob ich dann die Charaktere hier, also Crescendo und Serenade, ob die dann auch weiterhin in der Gruppe bleiben und vielleicht auch zur Verfügung stehen. Das wäre echt ziemlich cool. Oder ob die wirklich nur und ausschließlich hier für diesen Dungeon eingebaut worden sind. Okay, Leute, minimale Alarmstufe. Serenade ist nämlich tot. Also der Kampf, der lief wirklich mehr als suboptimal. Suboptimal ist echt noch ziemlich harmlos ausgedrückt, denn... das Problem ist gewesen, solange die Gegner im Licht stehen, passt das alles, aber dann wird eben die Tötungsserie, ich nenne das jetzt mal so, wenn das irgendwie ein bisschen makaber klingt, die wird dann eben unterbrochen, weil Serenade den Gegner dann eben nicht im Alleingang umgenietet kriegt. Ah, schon wieder zu früh gedrückt, aber ich glaube, ich kann das Ding da eh nicht blocken. Zum ersten Mal konnte ich es nämlich auch nicht. Oh Mann. Oh Mann, na gut, dass ich Beat vor diesem Kampf nochmal geheilt habe. Also das hier hinterlässt gerade schon so eine kleine Schockstarre bei mir, muss ich ja sagen. Das war sogar ein Überraschungsangriff, ja. Das, ja, war mir jetzt eine Lehre. Aber das Gute ist, dass die Gegner, dass die immer mal wieder so ein Sternplätzchen auch mal droppen, ne, und auch andere Heilsachen. Ich bin jetzt mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Guck mal, die ist auch so aggro. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Und das war schon wieder ein Überraschungsangriff vom Gegner. Also die hier in der Ecke, keine Ahnung, was mir das sagen soll, dass hier der Schwierigkeitsgrad so anzieht. Aber dieser Gegner hat, obwohl er mich definitiv nicht von hinten erwischt hat, der hat gerade auch wieder einen Überraschungsangriff gelandet. Aber meine Hoffnung hat sich bewährt. Das heißt... Oh! Was ist das denn? Kostüme wurden zum Hauptmenü hinzugefügt. Es ist nun möglich, das Kostüm eines Charakters zu wechseln. Suche nach weiteren Kostümen, während du durch die Welt reist. Oh, wie geil ist das denn? Oh, das ist die coolste Entlohnung, die mir das Spiel hier hätte einbauen können. Okay, wo finde ich jetzt die Kostüme? Warte, hier, Kostüme. Oh mein Gott, wir können unsere... Oh mein Gott, ich krieg gerade so einen Fangirl-Anfall. Oh, sorry, aber das ist gerade so cool. Was ist denn das hier? Gibt's die dann als Schatten? Nee, da fehlt einfach noch ein Kostüm, was wir noch finden werden. Ey, das ist ja geil. Okay. Aber auch nur für Polka. Ja, stand ja da auch so. Ey, ist das geil. Also sowas macht mich immer voll happy, obwohl das voll irrelevant und belanglos ist für den einen oder anderen. Aber ich finde das cool. Ja, Hammer. Okay, dann spule ich jetzt mal wieder ein bisschen vor. So, hier sind wir ja schon gewesen, ne, auf dieser Plattform. Und wir werden dann unsere Reise in der nächsten Folge fortsetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warte mal, ich kann ja mal gucken, ob hier noch Gegner kommen. Nicht, dass ich jetzt hier wieder euch direkt verabschiede vor einem Speicherpunkt oder so. Das wäre... Nein, hau bloß ab, rück mir von der Pelle, du Kackvieh. Aber ich muss sagen, dieser Dungeon, die neuen Charaktere, die Kostüme, also spätestens jetzt bin ich echt froh, mir nochmal die PS3-Version zugelegt zu haben, ernsthaft. Ich finde das gerade so toll, kann mich gar nicht mehr einkriegen. Und ja, ich muss mal gucken, vielleicht werde ich in der nächsten Folge dann Poker wieder mit reinnehmen, einfach um mir das neue Kostüm auch mal anzugucken, aber das werde ich dann spontan entscheiden. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!